Hallo, liebe Tennisfreunde, Lucky Reicher hier. Ich melde mich mal wieder von der Front mit einem Tennisvideo. Ich habe mich nämlich durch YouTube durchgeklickt und festgestellt, viele Leute geben ihren Senf ab. Ja, qualifizierte, aber auch weniger qualifizierte. Und deshalb habe ich mir gedacht, euer Lieblingstennistrainer Lucky Reicher muss euch mal auf dem Laufenden halten. Wie sieht es denn aus? Mit einer guten Vorhand. Wie geht die denn überhaupt? Ja? Und da habe ich mich berufen gefühlt und deshalb dieses Video hier. Ja? Drei Faktoren sind aus meiner Sicht entscheidend, um eine gute Vorhand zu spielen. Ja? Es ist einerseits erstmal der Griff. Okay? Wie geht denn der richtige Vorhandgriff? Stichwort Ohrengriff. Ihr haltet euch den Schläger ans Ohr, packt ihn. Und schon habt ihr einen richtigen Vorhandgriff. Ja, easy. Könnt ihr auch immer während des Ballwechsels schnell korrigieren nach einem Schlag. Zack, und schon seid ihr bereit. Dann der Treffpunkt. Ja, wird immer viel spekuliert. Vorm Körper, hinter dem Körper, seitlich. Hier, hier. Ja. Wichtig, immer hinter den Körper. Warum? Weil, wenn ihr hier den Ball trefft, könnt ihr optimal das Tempo des Gegners mitnehmen. Okay? Also, stellt euch den Ballwechsel vor, ihr habt euren richtigen Ohrengriff, Gegner spielt ein gutes Tempo und ihr könnt hier hinten schön mitspielen, verteilen auch, ja, wo ihr den Ball hinspielen wollt. Situationsabhängig natürlich, ja. Dritter großer Faktor, der Ausschwung. Ja. Wie schwinge ich denn aus? Ganz einfach. Also, Ohrengriff, Treffpunkt hinter dem Körper und der Ausschwung gleicht einer Mausefalle. Der Tennisball ist eure Maus und ihr schnappt wirklich zu. Ja, ihr wollt keine Maus hier haben. Was hat die Maus schon am Tennisplatz verloren? Ihr stellt quasi eine Mausefalle auf. Schnappt mit viel Handgelenk zu. Ich demonstriere das mal hier. Also, Ausschwung, wie ihr seht, knapp links neben dem Bauchnabel. Okay, alles andere ist falsch oder veraltet. Also, hier kommt der Ball. Ich treffe ihn hinter dem Körper, nimm das Tempo mit und schnapp im letzten Moment neben dem Bauchnabel zu. Ganz einfach, oder? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kleine Einheit heute zum Reinkommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann mit der Rückhand, dem Nasengriff. Macht's gut, euer Lucky Reischer.